Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Papi Chao, Bebe Campo. Persönlich, ich weiß gar nicht, wie die beiden stehen vom Setcount her. Aber ich kann mir vorstellen, dass Papi Chao. ich kann ihn nicht Papi Chao nennen. Doch. Papi Chao, dass er einen besseren Setcount hat über Bebe Campo. Aber ich habe auch beide heute schon gespielt. Und Bebe Campo, der ist halt auf irgendwas drauf. Also 2-1 habe ich ihn gespielt. Und er ist allgemein, Bebe Campo ist einfach so ein. Er ist so ein Wisser. Er ist so ein Knowledge King. So, Nucha auch sieht ganz okay aus gerade. Also, Papi Chao mit dem X-Tag hier kriegt er den Advantage. Bebe Campo noch kein Prozent gemacht, ist ein bisschen Arsch. Und jetzt wird er gelatscht. So, ich gesell mich mal zu dir. Willkommen hier im Cast. Ja, danke schön. Hast auch noch nicht viel verpasst, ist eigentlich nur Nucha bisher gewesen. Mhm. Wir befinden uns jetzt schon in Top 12 und Silver, oder? Nee, das ist doch das letzte Pools-Match. Ah, das ist das letzte Pools-Match. Ja. Oh, okay, alles klar. Genau, das entscheidet auch bei den beiden im Pool, wer Losers wird und Winners in Top 12. Also geht actually um was. Hey. Oh. Wurde vorher getroffen mit der Side-B und dann ist man da 10 Jahre gefangen. Ja. Ist er im Gefängnis, da macht man nichts. Da darfst du erstmal zugucken. Controller zur Seite legen, vielleicht noch einen Kaffee machen. Kurz eine Runde schmürken, so, ne? Ja, richtig, genau. Ja, und Bebe Campo, der kommt irgendwie gerade nicht so ins Game rein. Also, mir sieht 27% auf dem ersten Stock und wurde gerade fast überrundet, aber. Ey, du, ist alles offen. Dafür hat Bebe Campo schon das oft genug gezeigt, ne? Absolut. Aber ich mag ihn auch einfach zu gerne auf sein Ding sehen, ne? Das ist schon Style. Ich finde auch Zuschauer, ich finde die richtig cool. Ja. Weil Bebe Campo, man sieht auch, er weiß einfach viel über das Game. Ja. Also, du kannst ihn fragen, wann wurde irgendwie geboren oder wann wie wann wurde Abwehr getroffen oder so, keine Ahnung. Kannst ihn alles fragen, er weiß alles. Das ist wirklich crazy bei ihm. Ah, okay, also crazy Knowledge Dropping ist bei dem Jungen am Start. Absolut. Also vielleicht doch nicht Geburtstag von Inkling, aber so ähnlich. Oh, und wieder. Side B into alles kann er da machen. Genau, Papi Chao mit seinem Main jetzt auch. Ja. Er hat hier auch die Freestock liegt jetzt gerade, ne? Also das wird brenzlig für Bebe Campo. Ja, und ich weiß, also Inkling ist auch nicht so ein Char, der guten Comeback machen kann. Also das ist halt sehr. Ich kann meine Wall machen, ich kann meine Wand bauen. Wenn er jetzt aber so ein Comeback machen muss, so ein richtig großes Comeback, ist halt wirklich schwierig. Oh, aber das geht fast, okay. Okay, was machst du jetzt, ja? Okay, ja. Mach dir einen kleinen Ledge-Trap. Oh, mit der Bombe? Oh. Okay, ja, Bombe. Schade. Bisschen daneben geworfen. Oh, das Feuer wieder. Oh mein Gott. Oh. Ah, okay, ja, kann er nicht machen, muss er am Schild bleiben. Und das ist gefährlich. Das ist so gefährlich. Oh. Ja, da möchtest du einfach nicht sein. An der Kante gegen Robin. Überhaupt da. Also jetzt wäre vielleicht ja auch immer für den einen oder anderen jetzt. Oh, da hat er ihn nochmal. Sehr schön. Für einen oder andere hätte jetzt vielleicht gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach für den Mind Reset. Ich würde das jetzt einfach auch so stehen lassen. Ne? Geht dann in die zweite Runde mit rein. Aber Bebe Campo nicht. Aber nee. Er gibt nicht auf, was man auch nicht tun sollte. Und einfach 90% gemacht. Oh, und ich dachte, er macht jetzt einen Grab und dann wieder ein Abwehr. Aber das sieht gut aus. Nach dem Lebenszeichen gerade vom Upsmash. Oh, okay. Und ist irgendwie hinter ihm gebackt. Ja. Okay. Elfan da tradet dann mit der Bombe. Ja, Bebe Campo sagt auf Papi Chao, die Farbe Türkis steht ihn auf jeden Fall. du wirst die Farbe nicht mehr los. Okay, noch mehr, komm. Ey, ist das jetzt hier so das Comeback? Oh. Da wollte er ihn absenden, schade. Oh, okay, er hätte vielleicht was noch gelebt. Mm. Okay. Das ist so ein bisschen ein goofy Ende. Aber ja. Aber nice Runde von den beiden. Absolut. Ja? Also, Bebe Campo ist am Anfang gar nicht so richtig reingekommen, aber Lebenszeichen am Ende hat er geholt. Er hat ein Zeichen damit gesetzt. Absolut. Mit mir nicht, ich bin hier noch dabei, das sind immer noch die Pools, es ist noch nichts vorbei hier. Period. Genau, richtig. Er würde auch nicht aufgeben, so. Nee. Auch Freestocks to One. Mm. So, mal sehen, ob wir wieder zu PS2 gehen. Locker. Ich sag locker. Obwohl, ich sag Smash kommt. Ja. Nein, ich mag PS2 auf einmal gerne. Bist du auf jeden Fall nicht in der Minderheit mit der Meinung? Nee, auf jeden Fall. Okay, gehen Small Battlefield. Auch ähnliches Layout zu PS2, auch zwei Plattformen. Aber halt natürlich ein bisschen kleiner. Ja, jetzt haben wir aber den violetten Inkling. Oh, okay, hab ich auch gar nicht gemerkt. Und Papi Chao hat auch seine Farbe gewechselt. Ja. Aber macht keinen Unterschied, er ist trotzdem lila. Yeah.
Naja, aber sprichwörtlich einfach mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, ne? Absolut. Genau das, genau das. Und macht auch den Unterschied. Er ist gerade in Führung gegen Papi Chao. Ja, vielleicht war es einfach das, ne? Genau, das bei Robin ist ja das Gute, oder das Schlechte für Robin halt, dass seine Zaubersprüche und sein Schwert sind begrenzt. Also über seine Prozentleiste ist ja so eine Buchleiste oder ein Schwertleiste. Genau, richtig. Und seine starken Spells oder sein starkes Schwert ist halt begrenzt. Und dieses starke Schwert, was du da siehst, dieses Donnerschwert, das ist halt so gut im Killen. Und wenn es halt weg ist, dann muss man eigentlich keine Angst haben. So. Ah, okay, das ist dann also quasi die Einladungskarte, dass du dann jetzt einfach da reinhalten darfst. Genau, wie ne? jetzt. Ja. Genau. Und jetzt, Edge gerade der. Kommt danach durch. Genau, jetzt lädt sich das Schwert wieder langsam auf. Und jetzt wieder an der Kante. Da kam das Buch hinterher, ja. Ja, dann hört. Gerade was du gesagt hattest, das Donnerschwert ist dann auf jeden Fall auch nicht da. Das ist aber super stark. Das kommt auch in sich selbst, das killt, das macht alles. Macht auch die Steuererklärung. Top Notch, wo kann ich das bestellen? Leider Unikat bei ihm, also kann man nichts sagen. Er hat aber so ein Verrat. Nosferatu, okay. Ja, und jetzt sehen wir wieder. Ja, okay. Und der Heal dann auch noch eklig, ne? Du willst dann halt auch die Prozente hochbekommen und wenn. Oh ja, sehr gut. Richtig gut von Bekampo. Schöne Reaction da. Verdienter Ash gerade mit der Nähe. Und das Problem bei Inkling ist auch, er hat halt Probleme, den Kill zu finden. Also Prozente kann er gut machen, aber halt nur so spezifische Situationen, wo er den Kill finden kann. Deswegen lebt er. Dann manchmal zu lange. Aber ist noch nicht so schlimm wie bei Sheik zum Beispiel. Boah, vielleicht sogar schlimmer als bei Sheik. Ey! Ja. Okay. Also, Backup hat den Roller, den wir gerade gesehen haben. Ja. Der ist halt mega gut zu killen. Aber sehr risikoreich, muss man sagen. Ja, aber auf High Percentage, dann stunt er ihn ja auch die ganze Zeit. Absolut. Also, wenn du drin bist, dann kannst du auch schon Tesla mehr schreiben. Dann ist vorbei. Wer will als nächstes? Der Campo der Assassine hier. Okay. Er kocht hier irgendwas mit der Bombe auf. Okay, aber kommt er gut durch. Ja. Komm, wir schauen wieder auf die Stage. Deftig. Holy moly. Da sieht man das Donnerschwert, das ist krass. Ja. Es ist schnell, es macht alles. Jetzt hat er es aber gerade nicht. Also jetzt vielleicht die Chance auf der Campo gerade. Ja. Ja, let him cook. Ja. Dann gucken. Jetzt siehst du wieder... Papi Chao, der lebt bis 180 jetzt schon fast. Und das ist das Problem von Inkling, 190. Okay. Was? Okay. Hä? Er hat gelebt, aber sein Windbuch ist leer gegangen, deswegen konnte er sich nicht hochschießen. Ah, okay, das ist seine Recovery. Ja, die geht auch leer. Okay, ja gut. Okay. Krass, das ist irgendwie okay. Ui, hat er getaggt hier. Ja. Aber hast du gesehen, er musste bis 100% Prozente machen. Und Papi Chao hat einfach sein Donnerschwert rein. Das ist halt. Ja, und jetzt beide hier auf dem letzten Stock. Also, ja. Das wird interessant. Kann Papi Chao den Sack für sich zumachen oder soll dein Campo das Ding jetzt hier nochmal eine dritte Runde erweitern? Würde mich freuen, wenn mein Campo das wollt. Oh, und? Das Game auf jeden Fall. Ist er gut unter dem Feuer durchgedodged? Sehr schön. Oh, bei O, was war das? Das war der Twister oder so. Total. Ich glaube, er hat ihn erst angeschossen. Ja. Und dann hat er mit seiner Abi ihn getroffen. Richtig, genau, ne? Richtig. Und währenddessen recovered, ja. Ja. Geile Nummer. Okay. Ja. Heftig. Und ich glaube, da war Papi Chao einfach perplex. Ja. Ich glaube, er wusste auch nicht, was er machen sollte. Ist das die Situation auf der anderen Seite der Ledge? Jetzt sind dann da. Ja. Hä? Ja. Boah. Okay. Kneif mich doch mal bitte. Wenn du willst. Ja, also aus dem Sinn von Papi Chao. Ich mach euch mal mit der Kette. Na, alles gut. Okay. Und beide wieder ihren Skin wechseln. Ja. Der Kambo mit dem Loser-Skin leider wieder. Und Papi Chao wechselt auf die Frau. Was sagst du dazu? Ja, ich mag den Skin von Robin sehr gerne tatsächlich. Finde ich auch gut. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht bei Campo so im Sinne von, okay, jetzt bin ich jetzt wieder drin, jetzt kann ich auch wieder auf meinen Türkisen-Skin übergehen. Ne? Genau. Das hat ja auch viel mit Mindset für Leute manchmal zu tun. Ne? Wenn du nicht den richtigen Skin hast oder sowas, ne, dann ist das Game vielleicht schon für manche Leute mental verloren. kann man sagen. Es gibt ja auch Leute, die halt mit jedem Skin so auch so ein bisschen anders spielen, ihren Playstyle da anpassen. Und vielleicht ist es bei Campo auch so. Wer weiß. Oder Papi Chao. Und schön. Schön unter dem Donner ist er so durchgeslidet. Das ist auch einfach, das ist super geil an dieser Mechanik, ne? Ja. Da kannst du viele Projectiles mit dodgen.
Oh, schön auf das Feuer gedodged. Hab ich Papichao auch nicht mit gerechnet und schöne Kombo danach. Und noch eine, Allee. Ja, oh. Juggle, komm. Aber okay, nicht. Vielleicht die nächste, aber oh mein Gott. Voll aufgeladener Donner. Und jetzt siehst du auch, das Schwert und der Donner sind leer. Ah. Also kann er gerade nicht viel machen. Ja gut, deswegen versucht er ja auch jetzt, Papichao da eben gerade noch ihn ein bisschen an der Edge zu stallen, ne? Ein bisschen Zeit für sich rauszuholen, damit nämlich das Donnerschwert wieder da ist. Boah. Krass. Das ist so fies, weil, guck mal, er macht einmal ein Schwert und denkst so, okay, jetzt bin ich sicher. Bam. Backstab, macht er noch einen. Das ist so fies. So, aber Big Campo, das erste Game auch schon fast zurückgeholt. 3 zu 1 gerade. Ja. Kann man alles holen. Steht hier aber auch schon wieder auf 120%, aber der geht auch gerne mal auf 190, wie wir es eben schon gesehen haben. Absolut. Und bei PS2 sehen wir hier auch, es ist einfach viel mehr Boden da. Ja. Es ist nicht so viel... Offstage war nicht so viel Luft, deswegen ist Papichao auch nicht so oft Offstage, was auch gut für ihn ist. Okay, jetzt haben wir wieder Offstage, ein bisschen gefährlich. Donner Schwert, das ist so eklig. Boah. Okay, jetzt sind beide gerade auf 5%, aber Backhau immer noch eins da hinten leider. Boah. Versucht halt irgendwas zu finden gerade, was den Kill beschweren kann. Welchen Angle wird er für sich finden können? Und jetzt wird er hier auch echt gut auf Distanz gehalten, ne? Das muss er aber auch. Oh, ein bisschen gierig. Aber lebt er? Lebt er noch nicht. Der Jab, ja. Schiede. Das kann natürlich passieren, wenn der Gegner schon so lange lebt und man denkt sich, oh komm, bitte stirb bei mir. Bitte, bitte, bitte. So, ne? Dann machst du so eine risikoreiche Option. Und dann stirbst du halt dafür und wirst noch schlimmer. Richtig, aber irgendwas musst du machen. Du bist halt im Zugzwang. Genau, genau. Das weiß halt Papichao, er kann einfach sich entspannen. Weißt du, er kann sich zurücklehnen. 160%, er ist keine Gefahr. Er hat ja noch 30%. Ah, never mind. Ja, okay, gut. Da waren es noch 160%. Okay, aber ein Stock ist kein Stock. Ne? Richtig, eben hat Belcampo auch erst dann nochmal richtig losgelegt. Genau. Vielleicht hat er auch mit dem blauen Skin so gespielt. Vielleicht ist das so einfach sein Modus beim blauen Skin. Richtig. Wird da von Nosferatu getroffen. Und das Blöde da auch ist, dass er sich damit teilt, auch Papichao, wenn er ihn trifft. Und so ähnlich. Und den Gegner dann wieder auf 0% zu sehen, das ist trotzdem kaum. Kopfschmerzen. Okay. Hat er kein Donnerschwert zum Glück gehabt. Papichao muss irgendwo ganz schnell hin. Weiß nicht wohin. Ich glaube, das geht noch nicht. Ja. Nee, aber. Boah. Das Schwert ist noch ab. Das Blut dürfte auch gleich wieder abfällt. Das geht nicht. Oh ja, Belcampo. Cooles DI. Und das ist natürlich sehr kritisch. Jetzt, zeig. Konnte nichts machen da. Nee. Das war Schachmatt. Crazy. Okay, der blaue Skin war es aber nicht. Nee. Er hätte beim Lila bleiben sollen. Vielleicht geht er nächstes NDZ mit Lila wieder rein. Oder er ist ja noch drin. Er ist ja noch Top 12, stimmt, aber Loser. Ja.